Für einen, der dieses Leben als ein Sprungbrett für eine größere Möglichkeit sieht, für den gibt es kein Versagen. Für einen, der die einfachen Ereignisse dieses Lebens selbst als das Ziel des Lebens betrachtet, für den gibt es Misserfolg und Erfolg. Wenn du dieses Leben nur als Sprungbrett für eine größere Möglichkeit siehst, wenn du einen guten Deal hast, nutzt du das für dein Wohlbefinden. Wenn du einen schlechten Deal hast, nutzt du das für dein Wohlbefinden. Die Wirtschaft war im Aufschwung, als jeder Narr erfolgreich sein konnte. Weißt du, es brauchte nicht viel. Wenn die Wirtschaft boomt, werden alle mitgerissen, nicht wahr? Mittlerweile ist es zu einer Rezession gekommen. Nun bedarf es etwas mehr, um erfolgreich zu sein. Als die Wirtschaft boomte, hättest du also eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Geld, das hereinfließt, an den Tag legen können. Nun liegt die Wirtschaft am Boden. Die Hähne sind alle zugedreht. Es ist Zeit zu meditieren, in den Bergen zu wandern. Es gibt viel Zeit. Du hast eine Menge Zeit zur Verfügung, nicht wahr? Als es Geld gab, nahm es dir Zeit und Leben weg. Jetzt sind die Hähne zugedreht. Viel Zeit. Es ist die Zeit. Es spielt also keine Rolle, was zum Teufel passiert. Es spielt keine Rolle, was zum Teufel mit deinem Leben passiert, wenn du dieses Leben nur als Sprungbrett für eine größere Möglichkeit siehst, dann ist es in jeder Situation schön und sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Es war einmal ein Landwirt, so wie du, der es satt hatte, dass verschiedene natürliche Faktoren die Qualität seiner Ernte bestimmten. Also rief er eines Tages Shiva an. Es war ein Wildcard-Zutritt. Er fand also Zugang. Und Shiva sagte, was? Er sagte, ich habe diesen ganzen natürlichen Unsinn satt. Offensichtlich bist du kein Landwirt. Ich weiß aus der Geschichte, dass du ein Jäger warst. Du warst kein Landwirt. Du weißt nicht, was es bedeutet, Landwirtschaft zu betreiben. Warum lässt du die Natur nicht in meinen Händen? Ich bin ein Landwirt. Ich weiß, wann es regnen sollte. Ich weiß, wann die Sonne scheinen sollte. Ich weiß, wann es Wind geben sollte. Ich weiß das, alles. Du weißt es nicht, weil du lediglich ein Jäger bist. Und du bist ein verrückter Asket. Du bist definitiv kein guter Landwirt. Zu den falschen Zeiten regnet es. Zu den falschen Zeiten passieren Dinge. Überlass das mir. Shiva war in einer dieser Stimmungen. Er sagte, okay, die Natur ist in deinen Händen. Dann plante der Landwirt seine Ernte. Pflanzte Mais an. A maize crop. Regen. Er sticht in den Boden und schaut. Okay, er ist bis zu 15 cm aufgeweicht. Stopp. Dann pflügen, bepflanzen, 2 Tage warten. Regen. Sonnenlicht. Heute arbeite ich auf dem Feld. Wolke. Also geschah alles so, wie er es wollte. Es kam eine schöne Maisernte.
Er war überglücklich. Siehst du, es ist gut. Die Natur sollte in den Händen der Landwirte sein. Und dann, als die Zeit der Ernte kam, wollte er nachsehen, weil keine Vögel kamen. Er war überrascht. Denn auch das sagte er, keine Vögel. Keine Vögel. Dann ging er hin und öffnete und sah alles schön groß, aber er öffnete und sah kein Korn drin. Dann dachte er, was zum Teufel ist das? Was habe ich falsch gemacht? Dann konnte er es nicht herausfinden, denn Regen, Wasser, Sonnenschein, alles hat er richtig verwaltet. Then again he went back to Shiva. Dann ging er wieder zu Shiva zurück. Aber er war in diesem Zustand. Er hat viele Jahre darauf gewartet, dass er seine Augen öffnet. Zu der Zeit, als seine, du weißt schon, diese vielen Jahre, die Felder und die Familie, alles ging zu... Aber er wollte die Antwort wissen, was falsch gelaufen ist. Er ist in erster Linie Landwirt. Als Shiva dann seine Augen öffnete, fragte er, ich habe alles richtig gemacht, aber es gibt kein Getreide. Hast du meine Ernte sabotiert? Shiva sagte, ich habe zugesehen. Du hattest das Sagen, also wollte ich mich nicht einmischen. Der Regen war toll, der Sonnenschein war toll, alles war gut. Aber du hast alle Winde gestoppt. Früher schickte ich immer heftige Winde, die deine Ernte gefährdeten. Aber weil die Pflanzen sich bedrängt und bedroht fühlten, schlugen sie ihre Wurzeln tiefer in die Erde. Und so entstand das Getreide. Jetzt hast du eine tolle Maisernte, aber keinen Mais. Also die verschiedenen Umstände in deinem Leben kannst du entweder nutzen, um dich stärker und besser zu machen. To make yourself stronger and better. Oder du kannst sitzen und weinen. Das ist die Wahl, die du hast. Alles. Es ist egal, was passiert. Auch das schrecklichste Ereignis in deinem Leben kann für dein Wachstum und dein Wohlbefinden genutzt werden, wenn du nur die kleinen Ereignisse in deinem Leben klar gesehen hast. Wenn ich von kleinen Ereignissen spreche, meine ich dein Geschäft, deine Ehe, deine Kinder, all diese großen Dinge. All diese Dinge sind nur ein Sprungbrett. Das ist nicht neu für dich, denn in dieser Kultur haben sie dir das seit Jahrhunderten eingetrichtert. Seit Jahrhunderten sagten sie dir, dein Leben dreht sich um Mukti. Deine Ehe, dein Geschäft, dein soziales Leben, all das sind nur Mittel, um dorthin zu gelangen. Entweder gehst du mit ihnen oder du gehst ohne sie. Aber ob du ein Sannyasi bist oder im Samsara, dein einziges Ziel ist Mukti. Ja? Das Ziel war nicht nur für den Sannyasi, für jeden ist es Mukti. Wenn du allein gehst, dann gehst du allein. Wenn du eine Gruppe dabei haben willst, dann gehst du mit der Gruppe. Das ist deine Wahl. Wenn du schnell dorthin kommen willst, gehst du allein. Du willst dorthin gehen und auf dem Weg ein Picknick machen, langsam, dann gehst du mit Leuten. Die Wahl liegt bei dir. Aber das Wichtigste ist, was auch immer zum Teufel du tust, es gibt nur ein Ziel. Also wenn du das festgelegt hast, dann sind alle Ereignisse des Lebens, alles ist nützlich. Der Aufschwung ist nützlich, die Rezession ist tatsächlich sogar mehr als nützlich. Sie ist auch aus ökologischer Sicht sehr gut, weißt du, die Rezession. Also, die Angst vor dem Misserfolg ist schon schlimm genug. Die Angst gibt dem Ganzen noch die richtige Würze, nicht wahr? Erfolg stellt sich bei dir nicht ein, weil du ihn dir wünschst, sondern weil du ihn verdienst. Jeder wünscht ihn sich.
Er stellt sich nur ein, wenn du dazu fähig bist, nicht wahr?